Jetzt geht's wieder weiter mit Horizon Zero Dawn. Wir gucken, ob wir es schaffen. Okay, Aloy. Und jetzt? Mit meiner. Los, noch lang. Letzte. Uiuiui. What? Oh. Enatut. Unsere Gesetze binden uns, der Draht bindet dich. Du bist des Mordes schuldig. Und wir müssen dich verstoßen. Aus dem Verak, unserem Schutz, unseren Liedern. Mein Häuptling, Kopilai, bin ich nicht euer bester Kämpfer? Habt ihr mir nicht einst diesen Zahn ausgeschlagen? Sag, wie oft habe ich dich schon vor Gefahren bewahrt und dein Verhalten entschuldigt? Du bist der Beste. Doch der Schamane hat entschieden. Erwarte das Exil und bedenke deine Tat. Ein Kräftemessen? Wer würde eine Herausforderung eines Fremden ablehnen? Ich nicht! Aber ich bin kein Mörder. Still, still. Erzähl deine Geschichte dem Eis. Hä?
Was ist denn hier passiert? Du hast jetzt Arataks Amt. Das habe ich. Den Kampf hätte ich gern gesehen. Es heißt, du seist ein Mörder. Vielleicht stimmt das. Wenn selbst mein Häuptling es glaubt, wird's wohl stimmen. Das sehe ich allerdings anders. Erzähl, was geschehen ist. Ich kämpfte mit einem Kaja-Jäger, der mich herausforderte. So viel ist wahr. Er war stark und verdammt schnell. Und wir schlugen uns. Ehrliche Schläge. Harte Schläge. Und auf einmal sah ich dann graues Morgenlicht. Neben mir lag der Kaja mit gespaltenem Schädel. Doch das geschah nicht durch meine Hand. Sollte dich denn Verak nicht unterstützen? Oder dir wenigstens Glauben schenken? Wenn es in unserem Verak Streit gab, war ich die Lösung. Um für die Ehre zu kämpfen und zu siegen, riefen sie mich. Oder wenn sie zum Schein einen Verlierer brauchten. Auch das tat ich schon. Doch wenn ein Fremder unehrenhaft stirbt, bin ich plötzlich der Schuldige. Ich bin die Schande meines Veraks. Sie wollen keinen Streit mit den Kaja und opfern dafür dich. Das ist meine Rolle. Alle wissen also, dass du mit ihm gekämpft hast. Natürlich. Für Ehre kämpfe ich mit jedem. Ich würde auch jetzt am liebsten kämpfen, um mich zu beweisen. Ich glaube, das wäre nicht hilfreich. So bin ich eben. Jeder im Verak hat eine Gabe. Ich kämpfe. Niemand hier kann mehr Schläge einstecken als ich. Zumindest bis jetzt. Ich war zu betrunken. Wir waren am Rangeln. Er traf meine Ohren. Ich schlug noch einmal zu, als ich fiel. Aber es war nicht tödlich. Auf keinen Fall. Und als Strafe verstoßen sie dich aus dem Verak? Aus der Wärme. Bring mich an die Hänge des Wolkenspeers, nackt und völlig ungeschützt. Wie grausam. Überlebe ich, ist das ein Freispruch. Das ist das Gesetz, danach richten wir uns. Trotzdem grausam. Ich bin nicht dumm. Es sieht eher schlecht für mich aus. Der Berg ist im Vorteil. Ich bin ehrlich. Es spricht nicht viel für dich, Inatut. Das sagst nicht nur du. Wo fand der Kampf statt? Auf einer Lichtung, direkt vor dem Lager der Kaja-Fremden. Sprich bitte mit ihnen. Mir hören sie nicht zu. Sie sagen, es war sonst niemand dort, außer mir und dem Toten. Der Schamane befragte die Zeichen im Schnee und stimmte zu. Mal sehen, was ich herausfinde. Ich komme zurück. Ich warte hier. Was soll ich auch sonst machen, bis das Horn mein Exil einläutet? Ich hab gedacht, eigentlich, dass wir in dieses Gebiet fertig sind. Aber es scheint mich so, als haben wir noch was zu tun. Ich hörte. Aratak erzählte mir von Orea. Es tut mir leid, Naitok. Keine Entschuldigung. Aratak sagte, sie war am Ende von blauem Licht erfüllt. Sie bekam, was immer sie wollte, nicht wahr? Immer, wenn ich Zweifel habe, möchte ich ihre Führung haben. Und dann fällt mir ein, ich werde nur meine eigene bekommen. Und die wird ausreichen müssen. Es gibt viel zu tun. Die Feuerklauen. Aratak bat mich, bei der Jagd zu helfen. Eine harte Aufgabe. Aber sie beschäftigt mich etwas, also ich bin dafür ziemlich dankbar. Meine Speer verfolgen sie durch den Schnitt. Mir gefällt der Gedanke, Naltuk, dass Orea bekam, was sie wollte. Ich denke, das hat sie sicher. All ihre Taten. Die Flucht vor den Kaja. Die Gespräche mit der Stimme, der Sieg über den Dämon. Jedes Ziel, das sie sich setzte, hat sie erreicht. Und am Ende wurde sie mit dem blauen Licht selbst belohnt. Den Liedern nach können wir das Licht nicht in uns tragen. Unsere Herzen sind finster. Aber für einen Moment, bevor sie ging, fühlte sie sich hoffentlich als ein Teil davon. Klingt nicht, als würdest du dir ihre Nachfolge zutrauen. Sie war inspirierend. Was auch immer uns zustieß. Die neuen Maschinen, das Massaker beim Donnerkamm. Wir würden es überstehen, weil sie Schlimmeres erlebt hatte. Ich habe einfach nicht ihr Selbstvertrauen. Vertrauen verdient man sich.
auch Selbstvertrauen. Du hattest ihr Vertrauen, oder? Sie hat es dir zugetraut. Genau wie ich. Wirklich? Ich hätte das nicht gesagt, wenn es nicht so wäre. Dann sollte ich wohl besser deine Erwartungen erfüllen. Ich habe die Feuerklauen schon gefunden, Naltuk. Es ist vorbei. Das war's dann. Das letzte Werk des Dämons ist beseitigt. Ureas Lied wurde zu Ende gesungen. Dank deiner Taten ist der Schnitt jetzt viel sicherer geworden. Nun ist es Zeit für einen Neuanfang. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. So wie wir alle, Aloy. Danke. Der Kaja soll ermordet worden. Bitte, bitte. Und zwar von Innatut. Aus der Schmiede. Wie viele von uns sind während der roten Raubzüge umgekommen? So, aber wir haben hier noch eine Quest. Oh, unsere Schnellpakete. Wir haben noch 3 Stück. Wir haben keinen der Schnellpakete gekauft. Aber, wie gesagt, ich dachte eigentlich, das wäre das Ende. Du hast ihn gerettet. Unseren Prinzen. Hallo? Jägerin, was hast du mit uns zu schaffen? Ich soll den Mord an einem Kaja-Jäger untersuchen. Was ist passiert? Es ist sonnenklar. Ein betrunkener Banuk-Schläger hat Ruvas von hinten niedergeschlagen und ihm dann seinen Kopfschmuck gestohlen. Der Beschuldigte weiß das von sich. Die Banuk geben ohnehin nie etwas Sinnvolles von sich, ob sie nun mit dir reden oder nicht. Sie sammeln sich jedes Mal, wenn ein Jäger stirbt, wie Mäntel bei kaltem Wind, wollen keinen ordentlichen Prozess für Ruvas Mörder. Ein Prozess? Sein Mund wird mit Salz gefüllt und er wird von der Sonne einige Tage lang geprüft. Wenn sie gnädig ist, nimmt sie nur die Sicht oder den Verstand. Also sind andere Kaja-Jäger hier gestorben? 3 oder vielleicht 4 in den letzten Jahreszeiten. Kein Wunder. Dieser Ort bestraft sogar die Vorsichtigen. Und viele junge Adlige sind nicht vorbereitet. Aber der Schnee verdeckt in der Regel alles. Und die Körper werden nie gefunden. Und die Banuk helfen nicht. Haben Sie damit zu tun? Nein. Wenn es nicht um Ihren eigenen Stamm geht, wollen Sie nichts davon wissen. Selbst die Sonne schmilzt in diesen Gebieten nicht alles. Hört sich an, als ob du dem Banuk nicht traust. Sie haben Gründe, warum sie sich von uns fernhalten. 10 Jahre voller Gründe. Immer wieder der Krieg. Der Krieg ist vorbei. Wir haben entschädigt. Aber nein, das Land vergisst nie. Schnee und Eis erinnern sich, sagen sie. Narben brauchen Zeit zum Heilen. Du glaubst, das weiß ich nicht. Ich spüre noch die Hiebe, weil ich einen Priester des verrückten Königs abwies. Ich war so alt wie du. Ach, dunkle Zeiten. Dunkle Zeiten. Wo hast du Ruvas Leichnam gefunden? Es gibt keine Jagdkleine. Nichts zum Einsammeln. Lass es mich tun. Ich lese gut Spuren. Hinter dem Anstieg, westlich, ist eine Lichtung. Graser hätten die Spur nicht besser legen können. Und wenn dieser Barbar auf Ruvas Kopfbedeckung verzichtet, bevor er verstoßen wird, sag Bescheid. Sie ist wertvoll. Eine Frau an der Spitze der Jägerloge? Okay, hier zur Lichtung. Hier ist es. Wie die Jägerin sagte, ist der Schnee hier aufgewühlt. Damit wurde er erschlagen. Blut im Schnee. Das ist doch etwas. Das war's. Hier ist Ruvas gefallen. Es scheint, als ob nur 2 Leute gekämpft hätten. Sieht nicht gut aus für Innatut. Die Waffe hat er auch nicht versteckt. Die Frage ist, würde Innatut jemanden von hinten mit einem Ast erschlagen? Ich habe zuerst gedacht, es ist ein Ast runtergefallen. Viele Blätter und Rinde liegen hier. Als der Ast abgerissen wurde? Nein,
vom Klettern. Sie kamen durch die Bäume. Okay. Voll der Spuren. Okay, die waren nicht alleine. Oder waren die doch alleine? Wenn man hier wartet, hat man einen guten Blick auf das Kaja-Lager und die Lichtung. Markieren. Oh. Das ist seltsam. Sackgasse? Kann nicht sein. Rüstung. Sieht schlecht aus. Dein Banuch muss dafür sexy. Hier ist jemand! Keine Banuch! Dann vermisst sie niemand! Ich sehe was! Whoa. Getötet. Und wofür? Rache für den Krieg? Wer entscheidet, wann ein Stamm den anderen nicht mehr hasst? Ich sag's dir, nicht die, die kämpften, nicht die, deren Lieder verstummten, wie die meiner Sippe. Für eure Tat wurde ein anderer Banuch zum sicheren Tod verurteilt. Was ist mit seinem Lied?
Deshalb bist du uns gefolgt. Für diesen Vollidioten, Inatut? Das Schicksal ist gerecht. Sie haben ihn schon in sein Exil gebracht. Mal sehen, wen die Kälte zuerst holt. Ich muss Inatut hinterher. Aber ich muss noch mehr Beweise finden. Okay. Mal markieren. Hup. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Hup. So. Trophäen. Neuer als die anderen. Er muss Hoovers gehört haben. Er gehörte einem Karja-Soldaten. Das macht es nicht besser. Haben Sie die Kleidung? Diese Karja-Kleidung ist kalt. Aber nackt im Schnee nimmt Inatut, was er kriegen kann. Okay, Zeit aufzubrechen. So. Wolkenkratzer? Uff. Ah, du. Er ist unschuldig. Ich frage erst nur, wie können wir es beweisen? Eigentlich müssen wir das hier nicht beweisen. Man muss einfach nur ein paar Tage durchhalten. Also theoretisch. An dem man jemanden um die Ecke bringt. Den gefrorenen Wasserfall komme ich nicht hoch. Vielleicht über die Seiten? Da bin ich ja schon auf dem Weg, Mädchen. Ups, fallen lassen. Und hier rüber. Lebst noch? Na los.
halb geschafft. Halb geschafft? Na, lass es kommen. Gefroren. Das ist mir nicht geheuer. Ja, aber dann fällt unser Gewicht. Inatut? Inatut! Hat er Schutz gesucht? Ich hoffe, das hat er. Hinterm Fels. Alter. Das Nora-Mädchen? Bist du das wirklich? Oder sitzt die Kälte schon in meinem Kopf? Ich kenne die echten Mörder. Keiner muss mehr deswegen sterben. Nimm die hier. Kleidung eines Kaja. Bin ich nicht schon genug gestraft? Aber besser als nichts. Ich schwöre, ich sah dort schon meine Ahnen. Sie sagten, uns wundert nicht, dass du hier bist. Du solltest dich verhindern. Oh, oh. Maschine. Oh nee, ne? Lasse mich nicht klein.
Das war vielleicht ein Kampf. Deine Prüfung ist vorbei. Andere Banuk haben den Mann getötet. Deshalb, weil er ein Karja war. Weißt du, warum ich ihn schlagen wollte? Er hat die Ehre der Banuk in Frage gestellt. Die Ehre? Das habe ich gedacht. Na los, bringen wir dich zurück. Wenn ich unten bin, finde ich den Weg auch allein. Ich muss nur nachdenken. Daran bin ich gewohnt. Wer weiß schon, was passiert. Dann sehe ich dich in der Stadt. Du musst dort ankommen, okay? Ich verspreche es. Laut Banu-Gesetz ist er unschuldig, wenn er überlebt. So, unser letzter Schnellreisepaket. Mal gucken. Ob wir jetzt alle Missionen im DLC haben. Bin ich mal gespannt. Nicht mal wirklich gespannt. Toter Karja ist einer zu viel. Hoffen wir, dass das Blutvergießen damit ein Ende hat. Inatut hat dir die Wahrheit gesagt. Das ist die Kopfbedeckung des Ermordeten. Du findest in einer Schlucht nordwestlich von hier noch mehr, auch die Leichname der Mörder. Das Exil erfüllte trotzdem seinen Zweck. Er war unseres Verdachts schuldig. Das Schicksal fiel wie Schnee. Und falls Inatut zurückkehrt, wird er freigesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Er spricht für den Verak, meine Nora-Freundin. Du siehst lächerlich aus. Wenn du zu meinem Verak zurückkehrst, verhältst du dich wie ein Banuk. Wie verhält sich ein Banuk, mein Häuptling? Wie ich? Ein Urteil akzeptieren für eine Tat, die er nicht begangen hat? Oder wie die anderen, die kaltblütig für Verbrechen töteten, die ihre Karja-Opfer nicht begangen haben? Ich denke, was ich trage, macht mich nicht mehr und nicht weniger zu einem Banuk. Zu seinem eigenen Besten wäre es für ihn klug, weniger zu denken, Nora-Freundin. Ich spreche mit ihm. Aber nicht für dich. Hallo. Ich widersprach dem Willen meines Häuptlings, verschmähte den Verak. Wie fühlst du dich? Wie nach einem Schlag in den Magen. Ich könnte einfach weitergehen. Aber wenn meine Wut verfliegt, bleibt mir nur noch nichts. Wo sonst soll ich hin? Du kannst für dich entscheiden, was es heißt, Banuk zu sein.
Vielleicht ist es nicht das, was Häuptling und Schamane sagen. Ob du bei diesem Verak bleibst oder einen anderen findest. Ich bevorzuge Entscheidungen wie, ist eher links besser oder rechts. Du hast mehr zu bieten als deine Fäuste. Darum glaubte ich dir. Mein Häuptling brachte mir Ehrlichkeit bei. Sagte, ein Banuk ist kein Verräter, denn das Eis ist verräterisch genug. Ich bleib noch eine Weile sitzen und spreche dann mit ihr. Und du, Nora-Mädchen, nimmst du mein Geschenk an? Ein bisschen mickrig im Vergleich zu deiner großen Gabe, aber... Ich bin geehrt. Danke, Inatut. Ja, dann haben wir das auch geschafft. Ja. Dann wird theoretisch und praktisch alles gemacht. Best. Ja. Wir haben alles gemacht. Können wir hier irgendwie... Fortschritt im ganzen Hauptgame 87%, im Nachgame 83%. Ist okay. Pop, pop, pop. Ja. Ah, wir können halt nicht vergessen ausgraben. Da, 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 da. Schaden. Ich weiß nicht, überhaupt nicht, warum wir das machen. Abriss und Feuer. Ich weiß wirklich nicht, warum wir das machen noch. Wir haben alles. Ah, ich wollte ja noch. Ich habe noch eine andere gekriegt. Oder noch? Nee. Ah, hier. 24 Speer. Ja, Speer, Speer, Speer. 24, 24. Joa. Alles gemacht. Jo, dann das können wir alle brauchen. Gehe ich hier kurz zum Lagerfeuer. Das ist ja nicht unser. Und dann würde ich sagen, wir beenden den Part und wir beenden die Aufnahme. Wir beenden das Game. Also, das war Horizon Zero Dawn, das DLC, plus Horizon Zero Dawn, das Hauptgame. Also, das ist das Hauptgame und dann das DLC. Level 60. Höchstlevel, alle Missionen, alle Aufträge, alle Nebenmissionen. Wir haben alles gemacht. Also, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugeguckt habt. Natürlich, jetzt morgen ein neues Let's Play. Also, jo. Ich weiß nicht, welches Spiel, aber es ist bestimmt cool. Also, grüßt mich, grüßt den Zukunfts-Jonas und ja, wir sehen uns in einem anderen Let's Play und
Ich bedanke mich und wünsche euch einen schönen Tag und nicht vergessen, Support ist kein Mord. Bis morgen. Na, nicht. Ja, bis morgen eigentlich. Aber in einem anderen Let's Play. Also, bis dann. Tschüss. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Tag geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt und noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch. Lasst mir ein Follow da. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann. Ciao, ciao.